Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Stefan Kießling, Konzertorganist aus Deutschland. Ich lebe in Leipzig, der Stadt, die mit der Musik Johann Sebastian Bachs besonders verbunden ist. Von hier aus bin ich in viele Länder gereist und ich wäre auch sehr gern nach Uruguay gekommen. Da das zurzeit nicht möglich ist, habe ich mein Orgelkonzert aufgenommen. Sehr dankbar bin ich der St. Johanneskirche Berlin, die mir dafür ihre Orgel zur Verfügung gestellt hat. 1835 wurde diese Kirche fertiggestellt, also zu Lebzeiten Felix Mendelssohn Bartholdys. Heute steht in dieser Kirche eine moderne Orgel der Firma Karl Schucke. 1959 wurde sie gebaut. Auf ihr spiele ich die Sonate Nummer 3 in D-Moll von Johann Sebastian Bach und die Sonate Nummer 6 in D-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy, eingerahmt von Präludium und Fuge in E-Moll, wiederum von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach wird oft als Organist der Leipziger Thomaskirche gesehen. Dabei gehörte das Orgelspiel jedoch nicht zu seinen Aufgaben in Leipzig. Dennoch war er als hervorragender Organist bekannt und auch während seiner Zeit in Leipzig komponierte er große Orgelwerke. Wahrscheinlich entstanden auch Präludium und Fuge in E-Moll in seiner Leipziger Zeit. Dieses Werk gehört zu den größten seiner Art. Der Musikwissenschaftler Philipp Spitta bezeichnete es als zweisätzige Orgelsinfonie. Das Präludium ist in der Form eines Ritornells gehalten. Das heißt, das Thema, welches zu Beginn erklingt, kehrt mehrmals wieder. Die Fuge hat als Besonderheit ein Da capo. Ihr Eingangsteil wird am Ende exakt wiederholt. Thank you.
Bachs sechs Sonaten für die Orgel sind streng dreistimmig komponiert. Eine Stimme übernimmt die rechte Hand, eine Stimme spielt die linke Hand und die dritte Stimme wird mit den Füßen gespielt. Dadurch kann sich jede Stimme völlig unabhängig entfalten. Trio-Kompositionen gab es bereits vor Bach, aber in dem Umfang der Bachschen Sonaten ist diese Form der Komposition neu. Der erste Bach-Biograf Johann Nikolaus Forkel schrieb, dass Bach sie für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann als Lehrwerk komponiert hat. Und man könne von ihrer Schönheit nicht genug sagen. Der dritte Satz der dritten Sonate ist, ähnlich wie das Präludium in E-Moll, in Ritornellform komponiert. Das zu Beginn erklingende Thema kehrt mehrmals wieder und wird durch Zwischenspiele unterbrochen. Auch hier gibt es ein Da capo, das erste Ritornell wird am Ende exakt wiederholt. Thank you.
Felix Mendelssohn Bartholdy wuchs in Berlin auf. Als Organist und Dirigent erwarb er sich schnell einen exzellenten Ruf. Zwar beschäftigte er sich viel mit der Musik Bachs, als Vorbild können die Bachschen Triosonaten jedoch nicht gesehen werden. Mendelssohn schreibt zu seiner Sammlung: Es sind nämlich 6 Sonaten, in denen ich meine Art, die Orgel zu behandeln und für dieselbe zu denken, niederzuschreiben, versucht habe. Er veröffentlichte sie im Jahr 1845, 10 Jahre nachdem die Berliner St. Johanneskirche eingeweiht wurde. 3 der 6 Sonaten verwenden einen Choral. Die 6. Sonate in D-Moll tut dies in besonderem Maße. Sie ist ein Variationswerk über den Choral Vater unser im Himmelreich.